Guten Morgen und herzlich willkommen zu der Aktion der Frühbörse. Ja, der Blick auf die Wall Street schaut etwas ernüchternd, na, ernüchternd würde ich nicht sagen, aber etwas schwächer aus. Gestern eine leichte Schwäche im Dow Jones. Quartalsbilanzen sind zwar insgesamt gut ausgefallen, man hat sich aber über das vorgelegte Steuerprogramm nach wie vor nicht beruhigen können. Also es liegt eine kleine Enttäuschung im Markt, weil sie zu unkonkret ist, weil der Vorschlag zu unkonkret ist. Nichtsdestotrotz, die technische Situation bleibt wie gehabt. Wir haben ein Kaufsignal im Markt. Wir sind eigentlich mit der Minimalerwartung unterwegs zum Hoch bei 21.174 Punkten. Das war es erstmal. Ich denke, dass Schwächen eher nochmal Kaufchancen sind, weil die Quartalsbilanzen, wie gesagt, sehr gut ausfallen. Einer dieser guten Quartalsbilanzen gestern, Alphabet, die vor allem wegen Google sehr stark ausgefallen sind. Das Werbegeschäft ist nach wie vor gelaufen. Wir hatten 7,73 Milliarden Dollar Umsatz, erwartet waren 7,39. Also hier hat man die Umsatzerwartung klar geschlagen und auch beim, das war das Ergebnis der Aktie, 7,73 Dollar je Aktie, und bei der Umsatzerwartung war man auch ganz klar mit 24,75 Milliarden über den Erwartungen. Und technisch ist natürlich auch Kaufsignal im Markt, also die Aktie läuft. Ja, Kaufsignal ist im Rücken, also da kann man nicht viel meckern. Insgesamt ein toller Wert, der weiterhin seinen Aufwärtstrend fortsetzen dürfte. Amazon, ähnliches Bild, auch wieder starke Quartalszahlen, 1,48 Dollar verdient, erwartet war 1,12 Dollar, also hier hat man das Ganze deutlich geschlagen. Aktie im Aufwärtstrend. Was heraussticht, ist, dass die Cloud-Tochter Amazon Web Services sehr stark gewachsen ist mit 42%. Insofern das auch ebenfalls ein sehr guter Wert, zumal ja Amazon die Preise senken musste leicht, weil einfach der Wettbewerb stärker geworden ist. Die Aktie neues Jahreshoch, und wie schon die paar Male davor gesagt, die 1000-Dollar-Marke, die wirkt wie ein Magnet und da läuft die Aktie jetzt meiner Meinung nach in den nächsten Wochen hin. Ja, der Ausbruch ist grundsätzlich hier eine kleine Wimpelformation, die im Grunde diese dynamische Aufwärtsbewegung letzten Endes bestätigt und hier ist ein Kaufsignal im Rücken, dem man durchaus folgen kann. Ähnlich gut läuft es natürlich auch bei Microsoft. Die Zahlen sind ebenfalls bombastisch ausgefallen. Auch hier ist das Thema Cloud an der Tagesordnung. Das Azure beispielsweise hat sich, was das Volumen betrifft, fast verdoppelt. Die Aktie entsprechend im Aufwärtstrend. Auch mit einem Kaufsignal im Rücken, auch hier bietet sich grundsätzlich mit dem Kaufsignal ein Kauf des Wertes an. Also die Aktie dürfte auch weiterlaufen. Cloud ist momentan das Thema, was die beiden Werte hier bewegt nach oben. Insofern ist hier alles top, was die Fundamentaldaten betrifft. Weniger gut ist es bei Intel gelaufen. Hier hat man die Erwartungen ganz knapp verfehlt. Beim Ergebnis war man leicht über den Erwartungen von 65 Cent mit. Einem Cent hat man die Erwartungen geschlagen, 66 Cent sind es geworden. Beim Umsatz wurde ein bisschen abgestraft, die Aktie 14,81 Milliarden wurden erwartet, 14,8 Milliarden sind es beim Umsatz geworden. Also hier ist der Markt doch etwas, glaube ich, zu streng. Die Aktie kämpft jetzt aktuell ein bisschen mit ihrem Aufwärtstrend. Auch hier mit der 200-Tage-Linie muss man erstmal abwarten, ob der Wert dieses Niveau verteidigen kann. Grundsätzlich haben wir eine leicht abwärts gerichtete Konsolidierungsformation, die durchaus hier nochmal weiter nach unten ausgeführt werden könnte. Insofern besteht aktuell kein Handlungsbedarf. Der besteht erst auf der Oberseite, wenn wir diese Widerstandsmarke, diesen Abwärtstrend herausnehmen, oder eben auf der Unterseite, wenn wir möglicherweise diese letzten Tiefs nach unten durchschreiten. Insofern, wie gesagt, aktuell kein Handlungsbedarf. Mit Blick auf den DAX kann man davon ausgehen, dass wir einigermaßen unverändert in den Handel gehen. Also hier sind die vorbörslichen Taxen im Vergleich zu gestern kaum verändert. Es gibt auch wenig Impulse, abgesehen von den Quartalszahlen. Hier, denke ich mal, wird zum Wochenende eher eine abwartende Haltung eingenommen werden. Insofern besteht jetzt aktuell vor dem Wochenende kein großer Handlungsbedarf. Wäre durchaus schön, wenn wir nochmal eine kleinere Korrektur sehen würden. Bei Schwäche würde ich sagen, dass wir hier absolut nochmal zugreifen können. Das war's für den Moment. Ich wünsche Ihnen einen guten Handelstag und ein schönes Wochenende. Bis zur nächsten Woche.